Ja, drücken wir mit Ihnen die Daumen. Vom American Football nun zur Leichtathletik nach Rede, zum größten Dorfsportfest Europas, wie ich ja eingangs sagte, wie dort das internationale Sportfest bezeichnet wird. Im Mittelpunkt standen die technischen Wettbewerbe, deren Höhepunkte nun mein Kollege Dieter Adler zusammenfasst. Nun, auf diesem Dorfsportfest, da gab es schon Weltklasseleistungen, die gab es auch gestern Abend bei idealen Bedingungen. Das ist Luis Delis aus Kuba, 27 Jahre alt, der Weltmeisterschaftszweite vor 2 Jahren im Diskuswerfen. Ein eminent kraftvoller Werfer mit 105 Kilogramm Körpergewicht und er zielt gestern in Rede 69,80 Meter. Das sind Weiten, bei denen unsere Diskuswerfer im Augenblick passen müssen. Alwin Wagner mit 63 und Olympiasieger Rolf Danneberg mit 60 Metern. Das war recht dünn. Luis Delis, Kuba. 69,80, der Beste. Der Zweitbeste war sein Landsmann Juan Martinez, auch mit einer persönlichen Bestleistung schon von 71 Metern. Er warf gestern 69,32 Meter. Würfe bei leichtem Gegenwind, der ja für das Diskuswerfen förderlich ist, weil eben der Diskus wie auf einem Luftpolster segeln kann. Gute Bedingungen in Rede, etwa 5000 Zuschauer, das war das Diskuswerfen. Delis vor Martinez mit 69,80 zu 69,32. Ein besonderer Leckerbissen war der Dreisprung. Ralf Jaros aus Düsseldorf, 19 Jahre alt, in diesem Jahr wesentlich verbessert auf 17,22 Meter vor kurzem in der Chases R erzielt. Und Sie hören, wie die Zuschauer mitgehen bei dem Sprung des jungen Düsseldorfers, der ja da sein Vereinskamerad und Freund Ralf Buschen wegen einer Verletzung dieses Jahr pausiert, die ganzen Hoffnungen des Leichtathletikverbandes der Bundesrepublik im Dreisprung trägt. Das konnte schon recht weit gegangen sein. 17,02 Meter, eine hervorragende Weite für Ralf Jaros. Willy Banks, der frisch gebackene Weltrekordmann, mit einer Mandelentzündung startete er in Rede auf der guten Anlage, wo man weit springen kann, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dennoch 17,04 Meter, zweiter Platz. Erstaunlich, dass er überhaupt angetreten ist, aber er wollte die Veranstalter nicht sitzen lassen. Das ist auch eine professionelle Einstellung des Athleten Willy Banks, des zurzeit weltbesten Freisprungers. Dann Ralf Jaros in seinem besten Versuch. Und hören Sie die Anfeuerung des Publikums. Ralf Jaros freut sich zurecht, er ist ja wesentlich schneller geworden, vor allen Dingen hinter dem Balken. Das heißt, der Geschwindigkeitsverlust nach dem ersten und dem zweiten Sprung ist nicht mehr so hoch, das ist entscheidend für große Weiten. Der erste Sprung führt etwa auf 6,5 Meter, der zweite noch einmal 5. Und dann packt er noch so viel drauf, dass er 17,29 erzielt und nur mit 4 Zentimetern schlechter dasteht als der gültige deutsche Rekord seines Freundes Peter Buschen. Das war gestern der Höhepunkt durch Ralf Jaros. Der Rekordmann im Hammerwerfen heißt ja seit kurzem Christoph Sahner aus dem Saarland. Er startet für den TV Wattenscheid. Sein letzter Versuch in einer Konkurrenz, die er überlegen beherrscht, es ging um den Deutschlandcup, der Hammerwerfer, der ja in mehreren Veranstaltungen ausgetragen wird. Die beste Weite von ihm 79,94 Meter, womit er ja schon an die 80 Meter herangekommen ist, die er in diesem Jahr mehrfach übertreffen konnte. Sein Rekord steht ja auf 81,56. Christoph Sahner, der Junioren-Europa-Rekordmann vor 4 Jahren, auf dem Weg zur Weltspitze mit einem guten Ergebnis gestern Abend in Rede. Beim Hochsprung reiften nicht alle Träume. Carlo Trainhardt wurde Dritter mit 2,27 hinter dem Amerikaner Brian Stanton, der die gleiche Höhe erzielte. Und dieser Mann gewann, Jerome Carter aus den USA. 2,30 Meter, der Siegessprung, eine akzeptable Höhe, eine sehr gute, muss man eigentlich sagen, denn 2,30, das ist ja noch was. Soweit die Eindrücke von den technischen Disziplinen gestern Abend in Rede.